Leute, was geht? Ich hoffe, es geht euch gut. Wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Kurz vorweg, falls ihr Miauen hören solltet oder sowas, wir haben das kleine Kätzchen hier, von daher. She's just living her best life, Freunde. Ja, dann hoffe ich, hört ihr, dass der Ton ein bisschen besser ist. Ich habe nämlich endlich das Mikrofon, Freunde. Und diesen Monat kommen auch noch, ich glaube, 2 Videos mit Mikrofon. Hurra! Ja, wie ihr dem Titel entnehmen könnt, geht es heute um das Mini-Album von Sana und Moonbin aus Astro. Ja, ich dachte, es würden nur um die 4 Lieder werden. Tatsächlich sind es aber mehr, es sind 6. Ja, dementsprechend sehe ich kommen, dass dieses Video 100 Jahre lang sein wird. Das tut mir dann natürlich einfach komplett leid. Tut mir komplett leid. Aber lässt sich absolut überhaupt nichts dran ändern. Ne? Ich könnte das Ganze jetzt auch splitten, aber dann wären die vielleicht 20 Minuten lang und das ist ja auch irgendwie doof. Ja, was weiß ich über Astro? Ich meine, über Astro an sich weiß ich schon eine Menge. Musikalisch bin ich da einfach... ich weiß da gar nichts von. Ich kenne kein einziges Lied von Astro. Ich kenne keine einzigen Lieder von Moonbin und Sana als Duo. Also ist das mein erstes Eintreten in die Welt von Astro. Ich finde das ein bisschen wild, dass ich als erstes so ein Duo-Ding höre. Aber gut, lässt sich nichts dran ändern, weil wir wollen ja hier aktuell bleiben, ne, Freunde? Ja, wie gesagt, es sind 6 Lieder, auf die wir reagieren werden. Ich glaube, zu 2 haben wir ein Lyrics-Video, zu einem haben wir ein Musikvideo und zu 3 haben wir nur Audios, was ich eklig finde. Aber naja, lässt sich nichts machen. Ich hoffe, dass mir hier nichts gesperrt wird. Ich habe nämlich ein paar andere Videos vorgedreht für... wann anders. Und da wurde mir ein Video gesperrt, beziehungsweise da seht ihr dann nur meine Reaktion und nicht das Video, auf das ich reagiere. Ich hoffe, das ist okay. Und ich hoffe, dass es hier nicht nochmal passiert. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Dann würde ich sagen, setze ich mir jetzt die Kopfhörer auf und dann sehen wir uns gleich bei Perfumer. Ah, habe ich eben noch vergessen zu erwähnen, deswegen snitche ich mich hier kurz noch rein. Ich weiß, am 13. kommt Jimins Kollaboration mit einem Mitglied aus Big Bang. Wundert euch nicht, wenn ich da am 13. nicht drauf reagiere. Weil V hat schon angekündigt, dass am 25. irgendwas von ihm kommt. Und dann reagiere ich einfach am 25. auf beide Sachen. Das ist dann das erste Video im Februar. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, ihr könnt da noch drauf warten. Aber ich kann halt wirklich nichts mehr verschieben im Januar. Ich glaube zwar, dass 2 Videos online kommen, die euch nicht so ganz interessieren werden. Aber eins davon habe ich halt schon seit Monaten vorgedreht. Und ja, es hat halt von der Priorität, ist es halt nicht so groß und deswegen kann ich es die ganze Zeit nicht hochladen, aber es muss jetzt mal sein, weil ich habe es, glaube ich, im, weiß ich nicht, Oktober oder so gedreht, das kann ja nicht angehen. Von daher kann ich leider im Januar nichts mehr verschieben, ich hoffe, das ist okay. Wie gesagt, das erste Video im Januar, im Februar wird dann meine Reaktion auf V und auf Jimin sein. Ja, viel Spaß noch beim Video, bye! Like the sand to find your sabbatus, coming us to erase your pain away. Yeah, like the sand to find your sabbatus, follow the scent of light. It's a protector, all in a dream. Yeah, I'll be a perfumer, follow the light that beams through the mist. Yeah. Okay, also erstmal bin ich absolut schockiert darüber, dass es auf Englisch ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ganze Album auf Englisch ist. Das fände ich schon wild. Ja, vom Grammar her ist es so eine Sache, aber die Stimmen sind auf jeden Fall nice. Ich weiß aber noch nicht, ob mir das Lied gefällt. Yeah, need you to love me the right way. Raise me, hear me from my nightmares. Never let me go. Never let me go. Find me, yeah. Call me to your dreams, yeah. Yeah. Light the sand to find yourself with us. Ihr habt auch gehört, dass da so ein Sprung drin war, ne? Das ist doch die richtige Version, oder? Ich guck gleich nochmal. Coming us to erase your pain away. Yeah. Light the sand to find yourself with us. Trust me to be a protector. Make me of your. I don't like it. I don't like it. Ich mag den Flow mit der englischen Sprache nicht so gerne. Ich finde, irgendwie passt das nicht zu dem Image, was ich mir von Sana und Moonbin gemacht habe. Nee. Nee, also vielleicht hätte es auch koreanisch Potenzial gehabt, aber so auf Englisch gefällt es mir leider gar nicht.
Trust me, I'll find you. Something you know, and as you figure the truth, and you know that that's a make-believe. But does it really matter? Ich guck mal, ob das die richtige Version war, Freunde. So, ich habe gerade mal nachgeguckt und das schien tatsächlich die richtige Version zu sein. Was bedeutet, dass die Aussetzer vielleicht nur in meinem Kopfhörer drin waren. Das passiert ab und zu. Ja, I didn't like it. I didn't. Stimmlich war das nicht schlecht. Ich weiß auch nicht, wie ich mir die Stimme von den beiden vorgestellt habe. Von daher, ich bin, denke ich, mal positiv gestimmt. Ja, aber das Lied hat mir überhaupt nicht gefallen. Also das Lied fand ich, wie gesagt, vielleicht in Koreanisch hätte das was werden können, aber so, sadly, it's a no for me. So, dann gehen wir jetzt zum Musikvideo, zu Madness. Ich glaube, das ist der Titeltrack. Ja, ich hoffe, es ist amazing und ich hoffe, es wird mir nicht gesperrt. Wie gesagt, wenn doch, dann I'm sorry about it. Let's go. Okay, auf Koreanisch gefallen sie mir beide auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel besser als auf Englisch. Hübsch sehen sie aus. Oh, besonders Sana, den ich eigentlich finde ich ihn nicht so hübsch. Und dann habe ich für mich selbst festgestellt, dass er, finde ich, große Ähnlichkeit mit Jin von BTS hat. Seitdem finde ich ihn hübscher. Aber so in dem Styling, uff, sehr hübsch. Like heaven, oh, 아직 이르지, oh, 시작도 안 한 my obsession. 누구도 막을 수 없이 소리 없이 퍼진 향기. 더 먼저 내게로. It's my madness. Ja, gefällt mir ganz gut. Ich finde das Musikvideo super hübsch anzusehen. Sowohl die Jungs als auch generell der Background, die Klamotten, die Tanzschritte. Finde ich alles sehr nice. Das Lied ist auf jeden Fall sehr viel besser als Perfumer. Also um Längen besser. Ja, positiv bin ich. Spread, 너를 묶어봐. Oh, 진한 내 향이. Oh, 네 몸에 남아. Oh, 눈앞에 있는 널. Salvation. 보이지 않는 이 마음이 네 전부가 될 때까지. 먼저 내게로. It's my madness. I like it. I very much like it. Und ich glaube, ich präferiere sogar Sana. Hätte ich nicht mitgerechnet, weil als ich Astro angefangen habe zu lernen, dachte ich, Moonbin wäre mein Bias, was er jetzt auch nicht ist. Aber ich bin schockiert darüber, dass ich, glaube ich, Sana ein bisschen besser finde als Moonbin. Crazy, wir haben ja jetzt gleich auch noch Solo-Songs, also jeder hat einen. Da bin ich gespannt, wo, auf welche Seite ich falle. Also ich meine logischerweise nicht, dass Moonbin schlecht ist, ne? Ich meine nur, dass meine Erwartungen an Moonbin höher waren als die an Sana. Und deswegen bin ich so schockiert darüber, dass mir Sana so gut gefällt. Ich hoffe, dass es nicht als Angriff auf Moonbin gewertet wird, weil ich Moonbin auch sehr gerne mag.
Ja. Okay, wie kann ich das sagen, so dass es Sinn macht? Mir hat das Lied sehr gut gefallen. Mir hat auch das Musikvideo sehr gut gefallen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt schon auf Phantom von Wavy reagiert. Ich werde logischerweise nicht vorwegnehmen, wie ich es fand. Ich glaube, die Reaction kommt nächste Woche, I think. Und ich finde schon, dass es Ähnlichkeiten zum Musikvideo von Phantom hat. Und ich fand Phantom da auf jeden Fall sehr viel herausstechender und besonderer. Ich finde nicht, dass ich von Madness das Gefühl kriege, dass es ein Lied war, was auf den Markt gebracht werden muss. Klingt jetzt sehr hart, weil ich das Lied auch mochte. Also ich würde es mir auf jeden Fall nochmal anhören, so ist es nicht. Aber es hat mir jetzt nicht so Mehrwert gegeben. Das kann aber auch sein, dass es halt keine Lyrics hatte, von daher. Aber ja. An sich bin ich zufrieden, aber ich hoffe, dass die anderen Lieder, die wir uns noch anhören werden, mindestens genauso gut sind wie Madness jetzt, damit ich das als gutes Album abtun kann. So, wir machen jetzt weiter mit Desire. Das ist das Solo-Lied von Moonbin. Sadly, ich habe weder Lyrics gefunden dazu noch irgendwas anderes. Das heißt, wir müssen uns mit dem Audio zufrieden geben. Das heißt, wir haben wieder kein Bild, kein richtiges. Ich hoffe, es ist okay. Ich hoffe, ihr hört nicht, wie jemand da total abtickt auf dem Bett. Es ist das Mädel. She's having her few minutes. Naja, das sieht an sich ist okay bisher. Ich finde, Moonbin klingt sehr gut. Aber ich finde, es klingt einfach wie etwas, was wir schon sehr, sehr oft gehört haben. Mir fehlt so ein bisschen die Originalität. I don't know. Wenn fertig zu machen oder so, weil ich schon finde, dass ja, es passt zu Moonbins Stimme und es hört sich auch gut an. Ich würde es nicht skippen, es ist absolut in Ordnung. Aber es fehlt mir was, es fehlt mir das gewisse Etwas und das enttäuscht mich dann doch schon sehr. Ich versuche die ganze Zeit herauszufinden, an welches Lied mich das Ganze erinnert, aber okay. Aber mir fällt. Stopp, bitte! I please you. Mir fällt es nicht ein, welches Lied es ist, an was es mich erinnert, aber es gibt auf jeden Fall was und. Ach. Das fand ich jetzt ganz schön, diesen Teil. Wir gehen noch mal ein bisschen zurück und hören ihn uns erneut an, weil das fand ich schön, auch stimmlich sehr gut. Aber ich bin trotzdem nicht so ganz warm.
I oh, 걸 잡을 수 없이 스미는 your color. Oh, oh yeah. 놓치지 않나 baby 절대 멈추지 않나 baby 너의 wherever you go I'm gonna find you. 왠지 끌려 Stimme ist gut, aber ich fand es langweilig. Es kann auch daran liegen, dass wir halt, wie gesagt, nur dieses Audio-Ding da hatten. Und ich präferiere es dann doch um einiges, wenn wir halt ein richtiges Video haben, was wir uns angucken können. Ich gucke jetzt gleich auch, ob vielleicht in der Zwischenzeit ein paar Lyrics-Videos online gekommen sind. Ja, aber nee. Ich meine, was heißt nee? Ich würde es mir anhören. Es ist kein Flop. Aber mir fehlt einfach was. Mir fehlt ganz hart was. Und das macht mich traurig. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr die anderen beiden Mini-Alben von den beiden kennt, ob das hier einfach eher floppig unterwegs ist oder ob ich mich darauf gefasst machen soll, dass alle Solos von den beiden so ähnlich sind wie das hier. Naja, ja, als nächstes ist, glaube ich, Wish von Sana dran. Ich gucke kurz, ob ich vielleicht auch noch ein Lyrics-Video finde. Wenn nicht, sehen wir uns sofort wieder. Okay, Freunde, ich bin der Auffassung, dass wir ein Lyrics-Video gefunden haben. What a joy. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze direkt an. Ich habe ja schon gesagt, dass ich Sana bisher in dem Comeback ein bisschen bevorzuge. Ich hoffe, dasselbe gilt dann für sein Lied. Wir werden sehen. Wenn ich schon die ersten paar Töne höre, sieht's schon schlecht aus für uns. Star, 까만 밤하늘에 밝게 수놓은 빛 나를 비추던 네 마음을 기억해 네 어깨에 기대 따스한 온기로 쉬어가던 순간들이 참 고마워 반짝이는 너의 마음이 yeah, yeah, yeah. 나의 모든 날들을 채워 yeah, yeah, yeah. Stimmlich finde ich ihn sehr gut. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er sich so gut anhören würde, was natürlich auch wieder gemein klingt, aber ich hatte das einfach nicht in mir zu denken, dass Sana stimmlich so super ist. Aber ihr wisst ganz genau, wie ich zu solchen Liedern stehe. Ihr wisst es ganz genau. Vielleicht leite ich es an meine Mutter weiter, mal gucken. Ja, aber es ist einfach nicht mein Cup of Tea, Freunde. 시간이 지나도 여기서 있을게 언제라도 네가 나를 찾을 수 있게 나의 목소리가 내게 닿을 때까지 oh, 바람이 되어 널 찾아줄게 자리에 변함없이 나를 지켜주었던 내게 약속할게 이젠 내게 기대 Ich kann halt wirklich nicht sagen, auch hier fehlt mir Originalität. Ich finde, das ist ein Lied, wie wir es schon sehr oft gehört haben und von dem ihr auch wisst, dass es einfach nicht mein Cup of Tea ist. Ich kann nicht die ganze Zeit sagen, dass Sander sich super anhört, weil ja, das tut er, aber vom Text her finde ich das halt auch einfach
nicht so herausragend. Ach, ich bin enttäuscht. Ich bin bisher sehr enttäuscht, muss ich leider sagen.편히 지어도 돼. 소중한 널내 품속에 녹아낼게. 아름다운 추억들 모두 너로 물들어 밤하늘의 은하수처럼 쏟아지고 있어. 시간이 지나도 여기서 있을게. 언제라도 네가 나를 찾을 수 있게. 나의 목소리가 내게 될 때까지 바람이 되어 널 찾아. Ich glaube, dass es meiner Mutter gefallen wird. Ja, ich glaube, das ist was für sie. Aber das bedeutet im Umkehrschluss, dass es halt nichts für mich ist. Also, again, ich sitze hier nicht und sage, dass das ein schlechtes Lied ist, ne? Ich sehe auf jeden Fall, dass es eine Audience dafür gibt, die sich sowas unglaublich gerne anhören und deren Stil das volle Kanne ist. Also, das spreche ich dem Ganzen nicht ab. Ich fand jetzt auch die Bridge und den letzten Refrain, fand ich ganz schön. Ich nähere mich an. Aber ja, Originalität und es war halt einfach nicht so meins. Keine Ahnung, ich hoffe wirklich, dass die letzten zwei Lieder mir besser gefallen, weil sonst ist das ja leider. Ist es der erste Flop in diesem Jahr? Ich glaube schon. Ja. Naja, wir werden sehen. Wir gehen rüber zu Chup Chup. Ja, maybe it's something more schnell. You know, ich fände es mega, wenn wir was Schnelles bekommen würden. Naja, wir werden sehen. Let's go. I don't believe it. 괜히 불을 on and off. 어딘 어둠 속 왠지 불쑥 들릴 것 같은 말. 난 네 dream 속에서 I'm in love. 네 원한 모든 걸 난 네 모든 걸 이제 ready Why? I'm ready now. Yeah. 내 꿈이 네 꿈이 될게. Something's missing. 계속 time in now. You with a best friend. 이렇게 발을 맞추고 늘 함께하잖아. 다시 한번 데자뷰 되는 네 꿈속의 춤. 간절했던 나의 눈빛에 가까워져가. 삼켜 떨려오는 숨. 빛깔 마저 묘한 줄. 무슨 일이 벌어질 듯해. Besser. Auf jeden Fall schon mal besser als Sanas Solo für mich. Ist es originell? Ich würde schon sagen, ja. Es ist besonderer als manch andere Dinge, die wir uns angehört haben, aber ob es mich ganz erreicht, ich weiß noch nicht. Chup, 종일 머릿속에 떠다녀. Chup, 당기는데 뭘더 망설여. 떠오를 거야 난 보면 느낌이 와. Oh my god, rewind, catching out what you want. 콜라 트리 중에서 Fall in love. 네가 원한 모든 love. I'm more than love. 이제 get it. I'm ready. Come on, yeah. 내 품이 네 품에 닿게. Something's missing. 최면처럼 난 속삭여 best friend. Okay, hear me out. Es erinnert mich an Tangerine Love, ich glaube von NCT Dream. Kann es sein? War das bei NCT Dream? War das in dem Candy-Video?
wenn das falsch sein sollte, korrigiere ich mich hier. Aber daran erinnert es mich. Ich glaube, es hört sich ganz anders an, aber es gibt mir einen ähnlichen Vibe. Und da präferiere ich halt Tangerine Love. Ha, ich weiß nicht, ob die beiden was für mich sind. Und dann im Umkehrschluss, ist Astro dann auch nichts für mich? Oder ist deren Musik komplett anders, als was Astro normalerweise bringt? Schreibt mir das bitte in die Kommentare, ich muss das wissen, Freunde. 이렇게 너를 맴돌고 날 지켜왔던 날 다시 한번 데자뷰 되는 네 꿈속에 좀 간절했던 나의 눈빛에 가까워져가 삼켜 떨려오는 숨 빛깔 마저 묘한 듯 무슨 일이 벌어질 듯해 serious night 너의 울린 듯이 춤춤 like a honey 춤춤 자꾸만 더 춤춤 달콤하게 춤춤 빠져가 춤춤 기다려 you 내 곁에서 더 맛볼수록 get a little bit of trip trip 달콤이 중독되어 가지 trip trip 천천히 취해갈 때까지 trip trip you 너를 기다린 every day 또 내게 오면 돼 Aha, that's yeah, right babe yeah hey 떠는 꿈이 아닌 true 나를 보는 너의 눈 가득 차오른 저 달빛에 마음을 비춰봐 점점 가까워진 숨 이미 뒤섞이는 yeah, you 숨은 yeah, 뭔가 벌어진 듯해 serious and mine 모에 홀린 듯이 춤춤 like a honey 춤춤 자꾸만 더 춤춤 달콤하게 춤춤 빠져가 춤춤 기다려 you 내 곁에서 yeah. 더 맛볼수록 get a little bit of chup chup Das ist halt wieder so ein klassisches Lied von wenn es bei Shuffle drankommt, kann es passieren, dass ich es nicht skippe. Es tut mir nicht selig weh. Es ist ganz süß. Ich krieg einen positiven Vibe davon. Aber ich würde nie out of my way gehen und sagen, lass uns Chup Chup anhören. Das würde halt einfach nicht passieren in meiner Welt. Und das ist dann doch eher enttäuschend. Naja, als nächstes ist Your Day dran. Das ist das letzte Lied für heute. Ich guck nochmal, ob ich eine Lyrics-Version finde. Wenn nicht, wie gesagt, sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich habe Lyrics gefunden. Hossa. Dann würde ich sagen, beten wir, dass das wenigstens noch ein Erfolg ist. Ich habe die erste Sekunde schon gehört und die war okay. So far, von daher, beten, let's go. Hello, call me new day. Sunny, shiny, today's your day. 기분 좋은 향기, 설렘, feelings. 반짝인 너의 눈빛에 헤어뱀. 저 멀리 클래슨 더 리듬을 맞춰 Baby I wanna know how you feel Just doing it 날 따라 뛰어올라 한 톤 더 높아진 네 목소리 Okay, Freunde, das Internet ist schon wieder am Streiken. Das werdet ihr in ein paar anderen Videos, die demnächst kommen, auch sehen. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit los ist. Keine Ahnung. Schatz, bitte! Ich hoffe, dass wir dieses Video jetzt doch noch in Ruhe durchkriegen, aber wenn nicht, I'm so sorry about it. Ja, es ist jetzt unscharf. Kann ich nichts dran ändern. Es tut mir wirklich leid. Ihr werdet, wie gesagt, noch in anderen Videos sehen, dass das ein Problem wird. Ja, ich weiß nicht, was mit dem Internet los ist. Vielleicht ist es der Wind, I don't know. Aber es ist wirklich eine Katastrophe momentan. Achso, ich sollte vielleicht mal was zum Lied sagen. Es ist okay. Es ist okay. Auch wieder eins, was ich nicht unbedingt skippen würde, aber was ich von mir aus nicht heraussuchen würde. Meh. 비행기마저 우릴 축복해주는 vibe Baby fly with me 절대 잊지 못할 장면 같이 You make all my dreams come true 1, 2, 3 날이 따라 두 눈을 맞춰 또 완벽하게 Make it your day 음악에 빠져 Give it all day Let's dance in the spotlight yeah. 오지 않네 이 시간인걸 Wäre natürlich eine nice Angelegenheit, wenn ich tatsächlich den Text lesen könnte, ne? Tut mir auch leid, dass es euch verwehrt wird, aber lässt sich nichts tun.
Ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl, das Video ist sehr, sehr negativ und es tut mir leid. Jetzt auch mit den Internetproblemen, es tut mir alles sehr leid. Es saugt mir das Leben aus. Nee, ich habe wirklich, ich hatte große Hoffnungen, vor allen Dingen, weil das halt das erste Comeback für 2023 ist, bei dem ich involviert bin. Und ach, ich weiß es nicht, ich habe mir einfach mehr erhofft. Why the show must go? 잊지 마, it's your day. 저기 하늘 끝까지 달려. Okay, Freunde. Okay, schnell weg. Ja, war halt okay. War halt absolut in Ordnung, aber mehr halt auch nicht. So, ich ranke das Ganze jetzt mal. Ich würde sagen, das Beste war auf jeden Fall Madness, dann Desire, dann Chup Chup, dann Your Day, dann Wish und dann Perfumer. Das Einzige, was ich out of my way gehen würde, um es mir in meiner Freizeit nochmal anzuhören, ist Madness. Die anderen, also vielleicht noch Desire, aber da endet es dann für mich. Ja, ich bin sehr enttäuscht, und ich bin auch voller Gespanntheit, ob es einfach dieses Album ist, was mir nicht so gut gefällt, oder ob Moonbin und Sanas Musik generell nicht so meins ist. Dementsprechend glaube ich, dass ich relativ bald mich an deren anderen zwei Mini-Alben setzen werde. Vielleicht im März, vielleicht im April. Ja, ich glaube, das werde ich machen, einfach um festzustellen, ob es wirklich die zwei Jungs im Speziellen sind oder ob es nur dieses Album war. Wenn ihr Fans von den beiden seid, also als Duo, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Album fandet und ob ihr denkt, dass ich Hoffnung haben sollte für die anderen beiden Mini-Alben. Ich lasse es mal nicht meine Hoffnung auf Astro drüben, weil vielleicht ist deren Stil ja komplett anders, aber mir hat das Zusammenpassen der Lieder gefehlt. Ich fand, die hätten halt auch in anderen Alben erscheinen können. Ich fand, da war keine Zugehörigkeit. Ja, war nicht meins, war leider überhaupt nicht meins, ich bin sehr enttäuscht. Aber lässt sich nichts machen. Naja, ich hoffe trotzdem, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne alles, was ihr mir sagen möchtet, in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video. Bye!